Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Heute werden wir zusammen den dritten Stock des Horrorhotels erkunden gehen. Ich kann euch einen kleinen Tipp geben, wir werden zusammen einkaufen gehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und los geht's. Wir werden uns auf jeden Fall gönnen. Ich habe richtig Angst. Kein Klo. Aber nur bei den Frauen. Ja. Voll gemein. Wir sind eh Männer. Dann gehen wir da mal rauf. So, schau, wie das da leuchtet. Ja, das ist das Problem. Darum sind die YouTuber ja auch so groß. Weil die haben eine gewisse Reichweite. Ich meine, die müssen die auch irgendwie erreichen. Aber dann wird die natürlich aufrechterhalten durch Sponsorings und so. Und da ist dann ein bisschen schwer, wenn man kleiner ist, noch etwas zu reißen. Denn wenn die Spiele von einer Woche vorher haben, ich glaube, da muss man Luigi durch. Ja, schauen. Und wenn die Spiele dann schon alle vorher haben, dann ist es natürlich noch schlechter für den kleinen YouTuber, denn der hat ja so schon fast keine Chance. Aber naja. Oh, pass auf. Oh, no. Pass auf. Aber ich habe mal den Kiel, ja. Da müssen wir uns dann als kleine YouTuber und Streamer irgendeine Brücke überlegen, und das ist einer davon, den ich dir vorher gesagt habe. Gute Frage. Leute, habt ihr einen Tipp? Nee, brauchen wir noch keinen Tipp. Nicht pusten, mal nach unten und saugen, pusten. Nicht so nah ran, ist weg. Oder irgendwas bei den Möbeln. Oder der Seifenspender, keine Ahnung, alles auszuwählen. Probieren mit der Funktion. Ja. Jetzt musst du die Dinger einsaugen. Du musst die Dinger einsaugen. Saugen. Ah, genau, und das kann er da runtergehen. Pass auf, die Spinnen. Was? Ja. Genial. Und der nächste Diamant. Warum sage ich immer Diamant? Sagen wir einfach Kristall. Zählen Diamanten und alles zu Kristallen? Ja, das war schon. Ja, das Zeitalter, wo man leicht groß wird in YouTube, ist vorbei. Ja. Jetzt muss man halt kämpfen dafür. An. Ah, mach mal einen Pfeil drauf schießen und dann anziehen. Muss laufen. Oh, ein Schlüssel. Ich würde auch nicht schließen, dass ich ein Klo rausnehmen, oder? Oh, oh yeah. Nein, das ist nur eine Puppe. Jetzt haben wir ja den Schlüssel, dass wir hier rein können. Ah? Oh ja. Dann gucken wir mal, was da drinnen so los ist. Ja, ich kann dir nur eins verraten, das wird nicht gut für uns sein. Okay, hat das einen Drehwurm? Ja. Oh, boah! Soll ich? Ja! Bitte!
Er ist ziemlich aggressiv, der Hund. Wieso zieht das da so? Von der Maus! Aha. Oh, der hat den Schlüssel verloren. Den holt er sich jetzt gleich wieder zurück, wetten? Da geht's nicht um Schnelligkeit. Wenn ich da hingehe, dann holt er sich den Wette, wissen wir? Ja. Mit Ansage? Wahrscheinlich, wird's so sein. Oh. Du wieder, oder was? Was? Du wieder reinschaufeln. Hallo, du hast auch gerade. Nee, das hat keiner gesehen. Gegönnt? Das hat keiner gesehen. So, dann werden wir zu dem Kollegen mal. Luigi, du hast. Was? Hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat einen Aufzugknopf. Hallo? Er hat sich damit ins Wachdienstbüro begeben. Folge ihm. Los! Ist da hinten wieder? Das ist immer so cool bei einem Videospiel. Bringt sich das eigentlich sehr viel, wenn man sich so bückt, um irgendwo hindurch zu sehen. Wo ist er jetzt eigentlich hingegangen? Ich habe es gar nicht gesehen. Rechts, links. Hier? Mhm. Hier rein, oder was? Mhm. Die Geschäfte sind nämlich sowieso alle zu. Warte, jetzt schaue ich ganz kurz darüber. Ich bin nämlich neugierig. Aber schaut, da könnte ich als Fluid spielen. Ja? Hier? Will er mich jetzt provozieren, der Kollege? Ja, wir haben das schon gesehen, dass sich der ins Wachdienstbüro gezogen hat. Schau mal, diese Koffer hier, die kann man, glaube ich, nicht zerstören. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Doch, da ist ein Diamant drin. Ja, der gelbe. Stimmt. Sofort nochmal den Koffer schlagen. Ja, was glaubst du, was ich jetzt mache? Ich hab's gewusst, dass ich los. Ja, da ist er ja. Die anderen Geschäfte auch noch rein. Aha, da kann ich auch rein, klar. Aber in das kann man nicht rein. Ja, schon, wenn du da wieder bist, kannst du da ja hinter die Bar gehen. Gehört zusammen, oder was? Ich denke schon, ja, da ist ja doch eine. Sieht ihr das an Merch? Der Merch-Store. Vom Guru. Ah ja, sieh. Da sieht man das auch oben. Da ist auch wieder ein. Siehst du das? An der Kasse? Ja. Hier geht's sicher wieder Money Rain! Hier geht's sicher wieder mit dem Holz. Oh! Warte! Der bringt Kohle. Oh! Der war jetzt aber noch nicht da, oder? Komm her! Mein Gott, ich kann. Ich kann nicht. Ja. Das kann dir nämlich unter Umständen passieren, dass der. Nee. Das kann sein, dass er komplett weg ist. Aber er ist so unruhig. Er wechselt nämlich immer die Richtung und dann ist es richtig schwer, den zu fahren. Nee! Ja! Minimal erhöht. Ja, siehst du, wie es liegt. Wow! Warum ist der Professor jetzt gerade so extrem lästig? Da rein. Über. Schau das mal. Guckt euch mal. Ah ja, er hat den Knopf noch. Die Nummer 2! Ich hätte fix damit gerechnet, dass er. Aha. Ich hätte fix damit gerechnet, dass er jetzt rauskommt, wenn ich das Schlüssel hole. Was? Das was? Ernst? Ja. Was ist das? Nimm aus!
Sie machen nämlich auch Schaden, müsst ihr wissen. So lächerlich und kleinlich. Oh, schau, schau, schau. Also das bringt sich ab und so was, hat eine Kitzelblume. Ah, hat man den da gesehen im Glas drin? Wahrscheinlich. Kommt jetzt noch was? Jetzt ist alle. So, ist das jetzt, der Schlüssel für die... Ja. Nee, ist nicht. Wo war Rot? Drüben, ja, oder? Das war ja drüben bei den Kasten, oder? Ja, das könnte schon sein, die drübere Kasse, dann ist wahrscheinlich der Schlüssel für die andere Kasse. Und in der Kasse ist der Schlüssel wahrscheinlich für die Tür. Was bringt mir das jetzt? Ich hoffe, dass Fluigi schon als nützlicher... Als nütz... Kann nicht mehr. Ich hoffe, dass Fluigi sich schon als nützlich erwiesen hat. Vergiss nicht, dass er sich durch ganz enge Lücken quetschen kann. Ja, das haben wir vorher schon gemacht. Ah, aber... Oh. Schaut, der hat den Schlüssel drin. Wie geil. Ich wollte nämlich vorher schon fragen, wie das jetzt eben funktioniert, dass der den Schlüssel da reinbringt. Ganz einfach. Ja. Aha. Nicht mal erschrecken. Ist im Quartett egal. Nee, hey, hey, hey. Komm her. Oh, da muss ich aufpassen, der hat nämlich nur 25 Leben. Komm. Oh nee, oh nee, das gibt's nicht genau. Ja, fokus mich schon. Ja, grüße dich, Yunus! Alles klar bei dir? Freut mich, dass du auch da bist. Katastrophe, ja. Gott sei Dank ist der Rodrigo nicht hier. Wo hast du das Game her? Arachul? Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Es tut mir leid, falls das falsch ist. Jetzt müssen wir dann wieder rauf. Oh, war klar. Hä? Ist das komplett durchgezogen? Ja, das ist gerade abgenommen. Was ist das? Ah, nee, schau, da kann man durch. Ja. Hä? Was macht der bitte? Oh Mann. Hat er jetzt Skills zusammengesammelt? Hier. Da hinten ist noch so ein Knopf. Warte, ich glaube, da kann ich auch raus. Okay. Ja. Was meinst du? Wow! Wow! Und jetzt halt einfach. Alter, seht euch das an, Leute. Ja, oder? So. Das ist, wie er sich aufregt. Oh, jetzt sind wir nicht scheiße. Oh! Oh, die machen aber auch gut Schaden. Ja. Naja, gut brauchen die eigentlich nicht Schaden machen, denn der hält ja nicht viel aus. 25 ist ja nicht viel. Oh, das war's schon. Und jetzt sammeln wir weiter. Da haben wir den Schlüssel für links bekommen, glaube ich, oder? Ich habe jetzt noch gar nicht auf die Porte geschafft. Wie habe ich das jetzt umgedreht gehabt? Hier. Ist das nochmal? Okay. Ich wollte nämlich vorher noch den Ding umdrehen. Achso, hier kann man auch was gesagt. Ja. Super, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ah, siehst du? Aha. Also da gibt es so viele Geheim... Oh! Oh.
Aber gut versteckte Sachen, oder? Ja, das stimmt. Also wirklich sehr gut versteckt. Ich vermute wirklich alles eigentlich. Oh, eine Perle. Ja, man muss halt ziemlich genau sein. Genau. Dann wäre Gott sei Dank vor. Schon ein bisschen abgehen. Na? Ah, okay, naja. Was machen die Bube? Die lassen die ganze Kacke hier drin. Das war jetzt ein bisschen eine Erinnerung dran, dass wir die schon auch einsetzen können. So, das ist jetzt gut. Genau, weil hier haben wir schon alles aus. Oh, oh. Das ist jetzt schlecht. Ah, den müssen wir sicher die Brille runterballern, wetten, weil das ist wieder ein Schutz. Sich mal. Oder runterschlagen. Ist der Freund jetzt? Oh, komm her. Schade, dass so ein Game nur alle 4 bis 5 Jahre rauskommt. Das würde ich auch gleich gern. Wenn man nämlich zu lange nicht hier wird, geht sie wieder durch. Wenn man zu lange sie am Sauger hält. Ich finde ihn so geil, den Luigi. Oh, der Lacher hört sich nicht gut an. Und du lässt einfach den Luigi oben stehen. Naja, das macht nichts. Der kann halt in der Zwischenzeit warten. Hä? Warum ist das jetzt passiert? War ist Wasser. War Wasser? Ja. Ah, das war schon passiert. Ja, wie komm ich? Da kommst du nicht. Aha. Aber das ist der Schlüssel, oder? Ja. Warte mal. Was können wir alles? Das können wir. Das können wir. An so einem Knapp können wir das. Gar nichts. Ich glaube, dass sie zuerst zum Big Boss müssen. Glaubst du? Ja. Es liegt der Schlüssel da um. Ja, warum? Ja, aber guck mal auf die Karte. Vielleicht kommst du da ja anders. Der ist noch immer ganz normal da. Weil, wenn auch der. Ah, warte mal, vielleicht von oben irgendwie durch so einen Lüftungsschlitzel? Ja. Das bringt ja mal gar nichts. Oh! Alter, wie schlimm ist das? Hä, wer geht denn jetzt dann da mal? Wie soll man. Na. Wer kommt auf so eine Idee? Ich dachte mir nämlich schon, die Big, die sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ja. Die sieht. Hast du auch keinen Ton mehr? Doch, doch. Echt? Ich hab keinen Ton mehr. Technische Gebrechen, sag ich mal. So. Da war jetzt irgendwo einer, oder? Die haben gerade mit der Schere rumgespielt, die Lauser. Oh ne! Oh. Ja, gar nichts weniger. Spider. Ja, da ist sie. Gut aufgepasst. Ja. Sind doch so simple Sachen, wo man keine Ahnung warum nicht dran denkt. Die Musik ist auch so richtig geil. Jetzt haben wir den Schlüssel hier oben.
Ja, er war der Star. Der Star der heutigen Show. Ja, aber er hat gesagt... Oh, das war nicht. Das war aber ein richtiger 31er gerade. Gehst du da? Ja, ist ja klar. Ja. Alles kaputt jetzt. Ja. Das dachte ich mir, das ist jetzt aber nicht. Nee, das ist nicht. Hast du gesehen? Der hat zwei Räume. Der muss ich hinten erwischen, schau. So, cool. So, Eimer, komm her. Der ist ein Doppelbäumler. Das ist der Fachbefehl. Das war's dann mal komplett. Bekomme ich ein Herz? Ein Herz war vorher da, aber das ist weggeflogen. Echt? Warum sagst du mir das nicht? Weil du Judas noch zugeschlagen hast mit dem und dann ist das sofort weggeflogen. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Ja, was glauben Sie denn? Es wird mich definitiv in meiner Forschung voranbringen. Also er wird mich definitiv in meiner Forschung voranbringen. Also mach weiter so, ja? Ha, ha, ha. Der Feigling. Ich bin gespannt, ob der jetzt einen harten Fight abgibt, aber ich glaube, der wird richtig aggressiv. Scheint er mit seiner Brille. Ah, die Brille ist ja richtig geil, oder? Weil ich da mit Luigi jetzt nicht rein kann, weil er die Wasserpistole zückt. Das ist ein richtiger Fall. Ja, okay, warte mal, das machen wir jetzt. Aha. Bekommt er seine Brille wieder oder ist er gut? Der bekommt seine scheiß Brille wieder. Oh, das Wasser im Mund. Nein, ist okay. Hauptsache, er hat eine zweite Brille mit einer fucking Nase in der Tasche. Das ist wieder der andere. Der hat eine Brille zusammen in seiner Hosentasche. Also, Hosentasche ist gut gesagt, der hat immer so Beine. Hab ich das bekommen oder Luigi? Nee, ja, der eine ist Luigi, der andere ist Luigi. Schau, der passt aber kaum da rein, ne? Schau, wie lange der Bauch rauszieht! Oh, und den Knopf haben wir auch.
sich nicht. Er bewegt sich nicht. Nummer 2. Haha, I did it! So, du kannst den Ding zum Doktor bringen, zum Dr. Edgar. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Oh, hiya! Haha! Yeah! Dass sie mir mal aus der Hand reißt. Oh yeah. Schon ganz schön viel Stockwerke. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5? Ja. Hört sich an, als wenn ich nicht zählen könnte. So Leute, das war's wieder mit dieser Folge Luigi's Mansion 3. Der Kaufhauskopf war schon ganz schön knackig, muss ich sagen. Aber das nächste Mal sind wir auch ein bisschen besser und werden natürlich dann auch die Gegner leichter wegflexen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.